Okay, ja. Die Wachen Ich verkriech mich dann meistens. ablenken. Ja, gut. Ah, okay, da passiert tatsächlich was. Ich den jetzt piekse und wirf dir die Kartoffel. Ah, sehr gut, jetzt können wir das. Hier kriegt aber jetzt der Kollege Nock an den Kopf. Das heißt, wenn wir jetzt tauschen, wenn jetzt Professor Nock sein Hähnchen kriegt und holt den Morty den Brei. Und jetzt. Damit wird das Essen in die Küche. Ich Damit wird weiß, das dass Essen. damit das Essen in die Küche geliefert wird. Das So. könnte klappen. Es klappt. So, rein mit dir. Und jetzt beugt er sich über sein Hähnchen, weil er so viel Appetit drauf hat. Und jetzt, zack. Nice. Yay. Essensschlacht. Und jetzt sind die Wachen abgelenkt. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Ja, hoffe ich auch. Darf ich mir das Ganze mal angucken? Essensschlacht angucken. Ich gehe da lieber nicht mehr rein. Da drin ist jetzt die Hölle los. Jo. Okay, jetzt haben wir alle draußen, die mitkommen wollen, die wir zur Hilfe brauchen. Wachen waren abgelenkt. Oh, sehr gut. Hoti und Moti, könnt ihr uns helfen? Seid ihr bereit? Klar, hast du den Ersatzreifen besorgt? Was für ein Ersatzreifen. Oh mein Gott. Vielleicht hat das hier ein, vielleicht hat der Wagen die Limousine einen Ersatzreifen. Können wir den mitnehmen? Ja, hier, Ersatzreifen. Es ist das fünfte Rad am Wagen. Nimm mit. Nimm doch mit, Edna. Ja, tolle Wurst. Wer war das? Gut, können wir den irgendwie das Ersatzreifen? Tja, wie? Ja, vielleicht hier mit einem Messer. Die Furchen scheinen mir nicht tief genug. Oh. Hoffentlich hat das keine negativen Auswirkungen auf unsere Flucht. Hoffe ich auch nicht. Vielleicht mit der Hake. Moment mal. Da sind ja schon Rillen drin. Irgendwer ist mir zuvor gekommen. Mit dem Polo-Stinger wird es bestimmt nicht gehen. Eine gute Gelegenheit, um den Luftdruck zu prüfen. Sehr gut. Luftdruck vorhanden. Fump. Wenn Vielleicht. ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Nice. Und jetzt noch einmal. Ja, jetzt haben wir den Reifen ja mit. Bemerkt er jetzt, dass der Reifen weg ist oder was? Wer war das? Sehr gut. Und jetzt hier. Ich habe einen Ersatzreifen, der hoffentlich noch nicht platt ist. Nicht ganz das richtige Fabrikat, aber als Provisorium sollte er ausreichen. Sehr gut. Oh. Nice. Okay. Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich.
Okay, alles einsteigen. Kann's jetzt losgehen? Wir warten nur noch, dass du das Haupttor aufbekommst. Ach, Schreck. Das Haupttor. Da war ja was. Ums Haus. Haupttor. Gut, hier wird mal kurz gespeichert. Speichern. Okay, das Haupttor aufbekommen. Dafür müssen wir die Wache erstmal ablenken. Okay. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken oder muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht, also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch, da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt, war für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird oder so ähnlich. Schön. Okay. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Ach, das kommt mir bekannt vor. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Okay. Stromzähler. Was hat der zu bedeuten? Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Wer das wohl war? Wer ist da? Ab. Na warte! Dich krieg ich! So, hier rein, schnell hier rein. Können wir doch bestimmt irgendwas vor die Tür stellen. Wenn er raus ist. Wo bist du hin? Machst du die Tür zu? Das klappt so nicht. Irgendwas vor die Tür stellen irgendwie. Das klappt so nicht. Wir benutzen Monitor. Keine Zeit fernzusehen. Oh nein, er kommt. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Tja. Vielleicht geben wir nicht auf. Vielleicht können wir hier Stromzähler. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde okay, im Haus... Okay, das hatten wir. Das kommt mir bekannt vor. Ja, 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 ja. Wer ist da? Na warte, dich krieg ich. Ja, schnell in den Schrank. Hey, wo bist du hin? Oh, was? Wir passen sehr gut in den Schrank rein. Was hier? Vielleicht können wir... Gute Idee, aber noch nicht. Noch ist das Tor nicht auf. Oh nein, er kommt. Ach du Schreck. Müssen wir hey, einen Knopf drücken oder was? Da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel lang. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Mit dieser Apparatur, aber die können wir so schnell nicht benutzen. Wir haben nicht so viel Zeit. So. Wer ist da? Ich Na, warte. Nicht. Dich krieg ich. Hops, hier rein. Okay. Na komm. Hey! Wo bist du hin? Hoch mit uns.
So, jetzt schnell, 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 schnell benutzen. Grüner Knopf. Nice. Benutzen grüner Knopf. Was jetzt? Jetzt schnell noch die Schere. Hey, was hast du getan? Raus hier! Was habe ich denn getan? Das Tor ist offen. Warum ist das Tor auf? Nice. Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Oh nein. Nice. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Ja, jetzt werden wir die eine Errungenschaft nicht kriegen. Die Garage! Jetzt werden wir hier den Schmutzfink, den werden wir nicht mehr kriegen. Hier ist ja gar keiner. Oh. Verflucht. Mit der Limousine. Hinaus. Freiheit. Und wohin soll ich? Sehr toll. Rio de Janeiro! Wir sind raus. Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet. Freiheit. Und das falsche Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Oh oh. Ah je. Okay. Wo bin ich? Es konnte ja nichts werden. Vier Bekloppte in einem Auto. Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Erfolg freigeschaltet, ausbrechen. Nice. Wir sind raus aus der Anstalt, aber... Ja, jetzt müssen wir zu Fuß weiterlaufen. Oh je. Autowrack. Limousine. Geh zur Limousine. Oh. Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Ja, ich kann einfach nicht glauben, dass ihr einen Unfall gebaut habt. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Oder so. Sowas passiert einfach, wenn man einen Irren an Steuer setzt. Ja. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Aha. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Das kann ja ewig dauern. Gemütlicher. Ja, was treibt ihr überhaupt hier? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herzass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch... So kann man sich auch die Zeit vertreiben. Ja klar, leg los. Na, leg los. Wenn du dreimal... Wir haben hier gerade nichts Besseres zu tun. Hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Okay. Die dritte Karte. Sicher? Ja. Die zweite von links? Sicher?
Gleich die erste Karte? Sicher? Dann nehme ich halt die letzte. Die letzte also. Sicher? Ja. Daneben. So. Nächster Versuch. Mhm, dann nehmen wir die hier. Die dritte Karte. Sicher? Daneben. Nächster Versuch. Aha. Okay. Die zweite von links? Sicher? Richtig. Oh, richtig. Zweite Runde. Gleich die erste Karte? Sicher? Nee, ich bin mir nicht mehr so sicher. Die letzte also. Sicher? Die zweite von links? Sicher? Die dritte Karte? Sicher? Gleich die erste Karte? Sicher? Ja, ich bin mir sicher. Richtig. Sehr gut. Dritte Runde. Der Hoti, der reagiert ein bisschen mit seinen Augen. Der zappelt ein bisschen. Die zweite von links? Sicher? Nee, bin ich nicht. Gleich die erste Karte? Sicher? Nee. Die dritte Karte? Sicher? Die letzte Karte? Die letzte. Jetzt zappelt er mit den Augen. Ja. Daneben. Was? Nächster Versuch. Ach komm. Die dritte Karte. Sicher? Ach, wir haben jetzt nicht ewig Zeit, die Karten zu spielen. Die zweite von links? Sicher? Nee. Gleich die erste Karte? Sicher? Nee. Die letzte also. Sicher? Es fängt an, mit den Augen zu zappeln, aber das ist... Richtig. Ach, zweite Runde. Ach du Schande. Jetzt geht's von vorne los. Bei der dritten Runde wohl nicht mehr so. Gleich die erste Karte? Sicher? Nee. Die zweite von links? Sicher? Ja. Richtig. Dritte Runde. Okay, das ist jetzt raten, oder? Gleich die erste Karte? Sicher? Ja, ich nehme die. Richtig. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft. Autsch. Nice. Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Ach. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Nee. Ich geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten. Der Pucki hat noch was zu sagen. Oh, das muss ich nicht gehen lassen. Hast du alles? Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten. Das aber kein tatsächliches Minigame ist. Tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Aber ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? Mensch, Pucki. Okay, ich geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten.